Hallöchen, hallo. Endlich wieder ganz doll live und in Farbe hier direkt aus diesem wunderschönen Newcomer TV Studio im sonnenbeschienenen Taunus. Wir können hier aus dem Fenster rausgucken und sehen diese wunderbare Landschaft. Und es ist Sommer. Ja, es ist Sommer und wir sind alle komplett on fire. Und ich möchte euch einladen zu der Folge 37. Wir haben wieder wunderbare Bands für euch aufgezeichnet und möchten sie euch einfach vorstellen. Und getreu nach dem Motto, gestalte deine Freizeit so, wie du sie liebst, möchte ich euch eine Band hier aus dem Raum Wiesbaden vorstellen, nämlich Freizeitkämpfer heißen die Jungs. Und sie sind beeinflusst von Künstlern wie Maxim, Annemai Kantereit, Johannes Oerding, Bosse und haben aber trotzdem ihren eigenen Sound kreiert, deutsche Texte, eine wunderbar mitreißende Musik. Und wenn ihr ins Internet geht und euch die Freizeitkämpfer-Seite anguckt, dann werdet ihr ganz viele Videos, weil die sind, also das sind Bildfanaten, ja, also sie sind absolut, also jeder Ton, hat man das Gefühl, wird irgendwie in Bildern umgewandelt. Also ganz getreu dem Motto, die junge Generation ist digital, sind die Jungs auf jeden Fall auf dem Weg, ihr eigenes Sound- und Bilduniversum aufzubauen. Und wir wollten sie euch vorstellen oder wollen sie euch vorstellen. Voran die beiden Brüder Thomas und Theodor Henn und der Jonathan Henn. Das sind so die Masterminds von Freizeitkämpfer, die für die Musik verantwortlich sind und für die Texte verantwortlich sind. Und hier mit wunderbarer Musik live aus der Musikhalle Portstraße für euch die Freizeitkämpfer. Jeder Schritt könnte jetzt der falsche sein. Hoch die Gläser, schenken mir rein weit ein. Da spiegelt sich dein Gesicht. Was bist du nicht? Schenken nach, zeig mir dein wahres Ich. Ein Lächeln von dir reicht nicht. Für dich bin ich ein offenes Buch. Für mich der letzte Versuch. Bin ich frei in deinem Gefängnis? Oder wirst du mir zum Verhängnis? Der Klartext ist längst verwischt und ich glaub dir nicht. Du läufst im Zwielicht, zeig mir dein wahres Gesicht. Meinst du wirklich, ich erkenne die Schatten nicht? Es ist gefährlich, wenn das Hauptier mit mir spricht. Nicke heute für dich, ein falscher Rhythmus. Der Teufel tanzt mit mir, es steigt die Blutgier, Blutgier. Der rote Wolf streift durch mein Revier. Zu leicht ziehst du mich in deinem Bann. Rote Tränen fallen im Einklang. Wie im Traum ein blendendes Licht. Doch wahre Engel weinen wohl nicht. Blut geleckt, die Unschuld grüßt mich. Jedes Wort von dir tödlich. Volles Blut fließt auch in mir. Doch gibt es wirklich ein Bier? Bin ich frei in deinem Gefängnis? Oder wirst du mir zum Verhängnis? Der Klartext ist längst verwischt und ich glaub dir nicht. Du läufst im Zwielicht, zeig mir dein wahres Gesicht. Meinst du wirklich, ich erkenne die Schatten nicht? Es ist gefährlich, wenn das Raubtier mit mir spricht. Nächste Beute bin ich, ein falscher Rhythmus. Der Wolf fliegt in mir. Doch ich erkenne nicht, ob du echt oder falsch bist und ob du die Wahl sprichst. Geht es denn ohne dich, frage ich mich. Das Glück, was mich umbringt oder mich hinterlässt. Lippen bewegen sich, doch ich erkenne nicht, ob du echt oder falsch bist und ob du die Wahl sprichst. Geht es denn ohne dich, frage ich mich. Das Glück, was mich umbringt oder mich in den Schlaf bringt. Lippen bewegen sich, doch ich erkenne nicht, ob du die Wahl sprichst. Du läufst im Zwielicht, zeig mir dein wahres Gesicht. Meinst du wirklich, ich erkenne die Schatten nicht? Es ist gefährlich, wenn das Raubtier
Mutter mit mir spricht. Von diesem Beute bin ich ein falscher Rhythmus. Und der Teufel tanzt mit mir. Es steigt die Blutgier, Blutgier. Der rote Wolf streift durch mein Revier. Der rote Wolf streift durch mein Revier. Der rote Wolf streift durch mein Revier. Danke sehr. Was mich antreibt, das andere, was nicht stehen bleibt. Ein wenig mehr von allem. Eisenhagel, Sturm, Flut, Feuer, Sturm und Weißglut. Ein wenig mehr von allem. Schocke, Frieren, Auftauen, Schattenjagd im Albtraum. Ein wenig mehr von allem. Der Schmerz, der mich begleitet und der Klang, der mich leitet. Mit Zeitraffer nach vorn wird ein Weg neu geboren. Ich atme, leb ein oder nein. Wunden sind noch da. Das ist ein Laserhut. Denn Leben ist kostbar. Ich brauch noch mehr von allem. Gewinnen und verlieren. Ich brauch noch mehr von allem. Mich selbst neu erfinden oder weiterhin. Ein wenig mehr von allem. Die Welt nicht mehr verstehen und trotzdem weitergehen. Ein wenig mehr von allem. Der Schmerz, der mich begleitet und der Klang, der mich leitet. Mit Zeitraffer nach vorn wird ein Weg neu geboren. Atme, leb ein, froh da zu sein. Die Wunden sind noch da. Gläser hoch, dein Leben ist kostbar. Zu singen an. Mit Zeitraffer nach vorn wird ein Beat neu geboren. Ich atme dem ein, froh da zu sein. Wunden sind noch da. Gläser hoch, denn Leben ist kostbar. Mit Zeitraffer nach vorn wird ein Beat neu geboren. Ich atme dem ein, froh da zu sein. Wunden sind noch da. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Ein wunderbares Konzert durften wir erleben von Freizeitkämpfer. Und euch ist bestimmt aufgefallen, im Gegensatz zu sonst, wo wir dann doch immer mit den Bands zwischendurch sprechen im Interview, haben wir uns heute überlegt, lassen wir doch einfach mal nur die Musik sprechen, sozusagen Newcomer TV ohne Unterbrechung, abgesehen von der Moderation. Und ich möchte jetzt gleich zur nächsten, nee, noch nicht ganz gleich. Also weil ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben Sommer und es gibt fantastische Sommerfestivals. Zum Beispiel liegt direkt vor uns im Juli, vom 19. Juli bis zum 4. August
die Sommerwerft. Die Sommerwerft, das große Straßenkultur-, Straßentheater-, Straßenmusikfestival mit dem Beduinenzelt, mit dem Zirkuszelt, mit den großen Outdoor-Bühnen direkt an der Weseler Werft, unten am Main. Da müsst ihr unbedingt vorbeischauen. Alles bei freiem Eintritt zu bestaunen. Und ich glaube, 19 Tage sind die dort zu Gast. Das heißt, ihr könnt jeden Abend Künstler, Straßenmusiker im Beduinenzelt erleben, beziehungsweise Outdoor-Theater, Straßentheater-Veranstaltungen erleben. Und das alles bei freiem Eintritt. Es geht der Hut rum für die Künstler. Und ansonsten viel Spaß und Entspannung. Jetzt erstmal möchte ich euch eine weitere Band vorstellen aus dem Raum Darmstadt, die sozusagen groovigen Monkey-Rock machen, was immer das auch sein mag. Eine Mischung aus Singer-Songwriter, Punk, Indie, Alternative und Eigenkompositionen. Das ist natürlich eine ganz wichtige Geschichte. Charismatische junge Männer im besten Saft werden jetzt vor euch erscheinen und ihre wunderbare Musik vor eurem Ohren ausbreiten. Deswegen jetzt einen Riesenapplaus und holt euch noch was zu trinken für Not My Monkey. It has been taking my time, taking my life, taking my dreams, taking my pride, taking my head away from you. It has been taking my hope, taking my plans, taking my soul, taking my friends, taking the beat that filled my heart. Holding on and on, running till the rain is over. Frozen to the bone, but now we finally reach the shore. It's taking my breath, taking my strength, taking my fears, taking all pain, taking all peace away from me. And now it's filling my heart, lighting my fire, making me start, burning inside, trying to absorb this state of mind. So I stay and dance all night. So I
einem noch ein bisschen schnelleren Stück möchten wir uns von euch verabschieden. Wir hatten viel Spaß. Vielen Dank, Seppel, dass wir spielen durften. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Wir sind die Not My Monkeys. Der Song, den ihr jetzt noch hören dürft, heißt All In. Von dem haben wir ein Musikvideo gedreht. Das findet ihr auf YouTube. Oder ihr hört es euch einfach jetzt an. Das ist eigentlich noch geiler. Ja. Don't get me wrong, 'cause the trip I'm on is getting wild. I know she's got her needs, and I want to please. I'm all in. Please don't get me wrong, 'cause the trip I'm on is getting wild, and I'm anxious about it. Now she's got her needs, and I want to please. I'm all in. Now I hear me cry, she's got me high, got me on my knees, and I'm begging please, get off this disease, get off this disease, get off this disease, so shut me in. Yeah. Whoa, whoa. My legs go limp. She is still upright. I'm braced too tight. I'm all done. Stay up all the night. Slowly get in time. Legs go limp and my moves go steady. She's still upright. I'm braced too tight. I'm all done. Now you hear me cry. She screamed high. Get me on the ground. Habe ich euch zu viel versprochen? Sympathische Jungs, Not My Monkey aus Darmstadt. Natürlich immer der Aufruf von meiner Seite an euch. Geht ins Internet, besucht die Bands, die wir euch vorstellen, auf ihren Seiten, liked sie oder geht auf jeden Fall zu ihren Konzerten. Und jetzt möchte ich euch eine wunderbare Geschichte erzählen, und zwar geht es in dieser Geschichte um ein altes magisches Brett aus Nadelholz und um einen jungen Mann mit eben diesen magischen Händen, der aus diesem Brett in einem wundersamen Arbeitsgang etwas ganz Besonderes geformt hat. Hier ein kleiner Clip über den Magier Nicola Patrick. Ja, ich arbeite seit Unterbrechung ungefähr seit 20 Jahren für Scream Music in Frankfurt. Und wie wahrscheinlich schon einige von euch mitgekriegt haben, sind wir ja umgezogen. Also die Location am Bahnhofsfeld, die gibt es nicht mehr. Wir sind jetzt in der Seehofstraße 6. Und ich hatte auch da quasi das alte Interieur alles komplett wieder mitzunehmen, wenn du in den neuen Laden kommst, dass du halt so diesen Schlauch hast. Das ist sehr ähnlich geschnitten. Und auf diesen Vitrinen war zur Stabilisierung, weil oben drüber noch Koffer gestapelt waren, ein altes Brett aus Nadelholz, 3 Zentimeter dick und ewig lang. Und dann war ich da oben, habe gerade die Stromleitungen da irgendwie alle demontiert und habe mir gedacht, von hier oben sieht man alles, das ist ja super. Ja. Also wer das kennt, das ist über der Kasse gewesen. Das Brett hat auch alles gesehen, alles, was da unten passiert ist. Es hat jeden gesehen, der in diesen Laden reingekommen ist, war direkt über der Kasse platziert. Ja. Also sprich, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Brett sogar Elvis Presley gesehen hat, ist relativ groß. Abgesehen von Gary Moore,
Billy Idol, Alice Cooper, die ganzen Größen, die in der Festhalle mal gespielt haben und sich in einem Laden verirrt haben oder halt eine schnelle Reparatur oder unsere Seiten gebraucht haben. Da war mein erster Gedanke, nee Nick, da musst du eine Gitarre draus bauen, ja. Dann habe ich mal nachgefragt, die Heidi, wie lange das da wohl schon liegt. Ja, und sie hat gemeint, zu Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Und natürlich auch dementsprechend, wenn sie Gitarren ausprobiert haben, die Töne mitgekriegt, ja. Da habe ich gedacht, das ist ein Stück Frankfurter Musik-Kulturgeschichte. Da musst du was draus machen. Dann habe ich mich entschlossen, eine Tele draus zu bauen, weil die Tele war, oder ist besser gesagt, die allererste industriell hergestellte E-Gitarre. Und das war auch so die Zeit, wo das losging mit Rock'n'Roll, wo die Country-Jungs Telecasters gespielt haben, damit das alles laut und kräftig wurde auf der Bühne. Und die allererste Tele, der Prototyp davon, die war sogar aus so einem Nadelwald gebaut. Also hat sich da der Kreis geschlossen, das musste passieren. Und dann habe ich in meinem Urlaub zwischen den Jahren quasi den Korpus gebaut. Den Hals hatte ich so gut wie fertig, ja. Aus dem alten Brett. Das habe ich so gelassen, wie es ist. Es ist nicht behandelt. Es ist nur mit dem Kompressor abgeblasen, leicht geölt, ja. Jeder Kratzer, was man hier so sieht, das sind die Schleifspuren der Koffer, die da oben drauf gelagert waren, ja. Und das Schlagbrett, dann hatte ich erstmal ein schwarzes Schlagbrett drauf. Und meinte, oh, das sieht ja furchtbar aus. Kannst du so nicht lassen. Und ich habe damals ein Stück von der Tapete, die hinter den Vitrinen war, abgezogen, weil ich im neuen Laden einfach so ein bisschen interieurmäßig das Ding an die Wand in so einen Rahmen so abgerissen, das wollte ich so gestalten. Und dann ist mir die Idee gekommen, wow, da musst du die alte Tapete draufziehen aufs Schlagbrett. Das habe ich hier auch gemacht, die ist irgendwie 3-4 Mal übergemalt, ja. Und die ist wohl aus den 20er, 30er Jahren, also hat auch super gepasst, sieht auch extrem cool aus, finde ich, ja. Ja, um das Ganze nochmal abzurunden, die Gitarre ist wie gesagt von oben nicht lackiert, aber von unten den Hals, den habe ich in kompletter Handarbeit, wie ich es immer mache, selbst geschnitzt. Also ich benutze so gut wie keine Maschinen, ja, das wird alles mit Händearbeit bei mir ausgeführt. Das habe ich lackiert. Bevor man lackiert, jeder, der mit Holz zu tun hat, weiß, wässert man Holz. Ja, dann nimmt man einfach einen nassen Lappen, geht einmal kurz rüber, damit sich die ganz feinen Holzfasern nochmal hochstellen. Um es dann halt mit noch feinerem Papier nochmal abzuziehen. Sonst passiert das halt beim Lackieren. Und dann war ich am Main spazieren und dann habe ich mir gedacht, ja, das musst du jetzt nicht mit Leitungswasser machen, machst du mal mit Mainwasser. Kollegen angerufen, der kam, der hat das fotografiert, wie ich das entnommen habe. Und das wurde dann quasi hier mit dem Wasser, hier aufs Datum noch drauf, ein bisschen verblichen mittlerweile, habe ich das gewässert. Und für mich ist das jetzt, also als ich sie angefangen habe, war diese Idee und das alles, die Kreise schließen sich gar nicht so gegeben. Erst beim Machen, das ist immer so bei mir. Wenn ich was mache, dann, ich muss nur loslegen, dann fügt sich das alles. Es soll vielleicht auch ein bisschen Motivation sein, einfach Dinge zu machen, ausprobieren. Macht einfach, wenn ihr eine Idee habt, setzt euch dran. Die Energie kommt von allein. So müde und übernächtig kann man nicht sein, dass man sich nicht noch hier in meinem kleinen Werkstättchen von 10 Uhr bis 1 Uhr dann nochmal irgendwie die letzten Reserven mobilisiert, weil man halt irgendwas erschafft, man macht was, das tut so gut, ja. Total begeistert, wenn Leute noch etwas mit ihren Händen machen können, ja, also etwas erschaffen, wie eben der eben gesehene Nicola Patrick eine Gitarre baut aus einem Brett Nadelholz, ja, also wirklich magisch, also für mich kaum nachzuvollziehen. Etwas, was auf jeden Fall nachzuvollziehen ist, ist die Tatsache, dass es wahnsinnig viele Bands gibt in der Region, die auf den Brettern, die die Welt bedeuten, unterwegs sind, um eure Herzen zu erreichen. Und in der nächsten Folge, nämlich in der Folge 38, möchten wir euch Love Sees No Color vorstellen und die unglaublichen Lucy Roadkill.
Aber bis dahin geduldet euch und ja, vielleicht habt ihr diese Folge aufgezeichnet oder ihr geht einfach auf den Newcomer TV YouTube Channel und schaut sie euch nochmal an und sagt euren Freunden des Newcomer TV inklusive Virusmusikradio the best sind. Ciao.